Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von der Tour, die ich am 25. Juni 2024 gemacht habe, auf dem großen Radring Wupper-Ruhr. Wie ihr hier im Video seht, bin ich bereits in Wülfrath-Abrath angekommen mit der S-Bahn-Linie Nummer 9. Ja, ich habe diese Wahl gewählt, die Tour zu beginnen. Man kann das Stück natürlich auch von Wuppertal-Oberbarm, wo ich mit dem Fahrrad gestartet bin, auch auf der Nordbahntrasse radeln. Also quasi von Wuppertal-Oberbarmen bzw. Wuppertal-Wichlinghausen genau genommen, wo ich nachher wieder ankommen werde in der Tour. Radelt man dann auf der Nordbahntrasse bis nach Vohwinkel und dann noch ein Stückchen bis Wülfrath-Abrath. Ja, das Stückchen von Wuppertal-Vohwinkel bis Wülfrath-Abrath, wo ich mit dem Zug angekommen bin, hier im Video, habe ich mir jetzt allerdings gespart, weil ich das nicht so schön finde. Ich bin es schon mal gefahren auf einer Radtour dieses Jahr, sehr früh in diesem Jahr oder letztes Jahr, müsst ihr mal gucken in meiner Videoübersichtsliste. Da bin ich es allerdings in anderer Richtung gefahren. Da bin ich hier die Bahntrasse rausgekommen und bin dann das Stückchen ab hier Richtung Vohwinkel komplett lang gefahren mit dem Fahrrad. So, jetzt seht ihr aber im Video, ich bin schon hier auf der Bahntrasse angekommen. Von Wülfrath-Abrath ist das nicht so weit, um dann hier den Anschluss auf die ehemalige Bahntrasse zu beginnen. Dieser Rundkurs, wenn man den so fahren würde, käme so auf insgesamt roundabout 100 Kilometer, wenn man den komplett mit dem Fahrrad fahren würde. Ich fahre heute nur ein kleines Stückchen, so roundabout 73 Kilometer. Und ich habe mir sozusagen ein bisschen das Rosinenstückchen auf dem Rundkurs rausgesucht. Ja, hier links wäre jetzt, ich habe das blende unten immer mal am unteren Bildrand eine zusätzliche Info ein, wäre es zum Zeittunnel gegangen. Ich glaube, da könnt ihr dann auch so ein bisschen geologische, zeitliche, historische Kunde wahrnehmen. Da gibt es so ein bisschen Informationen, was da so alles entdeckt worden ist bei den großen Kalksteinbrüchen, Abbau etc. und was man da so gefunden hat. Und da könnt ihr dann rein, ist so ein bisschen wie so ein Museum aufgemacht. Ja, hier links geht es dann, wer dann mag und die Zeit hat auf so einer Tour, kann er da auch ein paar Erdbeeren pflücken. Wie gesagt, ich blende unten immer mal so ein paar Infos ein. Und wo es auch gerade so ist, das seht ihr auch hier gerade, da sieht man links sogar noch ein paar alte Schienen liegen. Manchmal fehlt ja das Geld auch. Okay, will ich nicht weiter darauf eingehen. Was vielleicht für euch noch von Wichtigkeit sein dürfte, ich habe meine erste Bodendrohne getestet heute auf dem Tour, ja hier rechts, das sah so ein bisschen aus, fand ich vom Weiten wie ein UFO. Und auch hier manche Straßenführungsstückchen hier so durch Felbert sind nicht ganz so schön auf der Trasse, wie ihr hier so seht, man muss sich hier so ein bisschen durchschlängeln. Ja, aber so ist das immer, ne? Man reißt immer alles schnell ab und dann fällt einem Jahre später ein, ach, da können wir ja eine ganz tolle Bahntrasse, beziehungsweise von der ehemaligen Bahntrasse einen ganz tollen Radweg machen. Nur ein durchgehender Radweg, den man vielleicht auch als Berufspendler nutzen möchte. Da möchte man nicht ständig immer dann vor Ampeln stehen, vor allen Dingen morgens, wenn man zur Arbeit hinfährt. Dann hat man es eigentlich immer relativ eilig, weil man möchte ja nicht Zeit verschenken, das ist Lebenszeit und dann steht man hier an einer blöden Ampel, wenn man als Berufspendler mit dem Rad unterwegs ist. Aber okay, gut.
Wie ihr seht, hier ist jetzt auch wieder ein blödes Teilstück. Ich finde das immer sehr, sehr doof, ne, wenn die Leute da die Grundstücke dann immer schnell ja zu Geld machen und ja, ne, die Städte, Kommunen oder die DB, das wer auch immer da dann die Rechte an den Bahngleisgrundstücken hat, ne, dann wird das schnell verkauft und zu Geld gemacht und dann ja, dann kommt sowas dabei raus von der Streckenführung, wo man dann eben wieder ja, eine blöde Umfahrung hat. Okay, aber das Thema dürfte ja bekannt sein. Ich will es euch hier auch nur mal hier ab und zu im Video zeigen, wie das dann so aussieht. Aber es gibt ja auch schöne Momente, wie ihr seht, hier auch mal wieder ein Brückchen mit Natursteine gemacht und ja, diese Bahntrassen sind einfach ja auch tolle Grünoasen, die sich so durch als grünes Band quasi durch manche Städte ziehen, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Ne? Wenn man da so ehemalige Bahntrassen radelt, man hat es grün, schön schattig und man glaubt gar nicht, dass man dann mittendrin im Ruhrgebiet ist. Ja, hier jetzt auch mal wieder so ein bisschen doofe Führung, aber die geht noch hier links, beziehungsweise ja, links würde jetzt der Radweg weitergehen. Aber ich habe mir das schon ausgeguckt und von der Uhrzeit her, wo ich unterwegs bin, und da habe ich gedacht, okay, hier am Obi machst du jetzt eine kleine Currywurst-Pommes-Pause. Ihr wisst ja, ich bin da Fan von, die esse ich ja nicht jeden Tag und so viele Radtouren mache ich nicht im Monat, aber wenn, dann gucke ich mal, dass ich Currywurst Pommes bekomme. Ihr seht, und natürlich eine Apfelschorle, das ist kein Bier da hinten, das Glas. Ja, dieser Imbiss war gut, die Currywurst Pommes war lecker und ja gut, über die Preise. Was ich jetzt gerade hier so an der Brücke, die kurz vor dieser Brücke eingeblendet war, sehen konnte, da habe ich immer so gedacht, mein lieber Mann, das muss ja sogar eine richtig große, wichtige Strecke gewesen sein, weil stellenweise ist das, also wenn ich mich jetzt nicht täusche als Eisenbahnfan, dann ist das teilweise sogar zweigleisig gewesen. Ne? Es gab also wahrscheinlich hier auch eine nicht nur Güterstrecke, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war das auch mal Personenzugverbindung über Velbert. Ja, hier geht es ja immer noch durch Velbert durch. Auch wieder mal so ein Brückchen, was so ähnlich aus wie von vorhin. Auch mit diesen Natursteinen. Ist wohl auch so ein typisches Modell, was hier sieht es schon wieder so ähnlich aus. Dann allerdings schon wieder ein bisschen verbreitert mit Beton. Also man glaubt nicht, dass man jetzt hier quasi mitten durch Velbert fährt oder Heiligenhaus. Und tatsächlich hier hat man auch mal ähnlich wie in Wuppertal einen tollen Blick auf die Stadt. So, ich sag mal, wie so ein Baumwipfelpfad, wo man von oben dann so schön auf die Skyline bzw. die Häuser schauen kann in der Stadt. Ja, hier auch mal ein etwas größeres Viadukt. Ich glaube, es hatte drei Bögen. Ist natürlich immer so ein bisschen das Problem auf so einer Radtour. Ich fahre da nicht extra für ab, um von unten da mal ein Foto zu machen. Meistens kann man dann, oder wenn es denn geht, ja, hier rechts jetzt die A44, geht es dann auch über Google Maps, dass ich dann da mal ein Foto von Street View mache und das dann auch hier reinstelle. Es gibt auch dann mal so einen kleinen Einbruch. Ja, hier links noch ein Prellbock. Scheint wohl noch ein Überrest zu sein von der ehemaligen Bahntrasse. Hier auch immer mal so ein paar Auffahrtrampen, also Zufahrtsrampen zu der Bahntrasse. Ansonsten ist die Bahntrasse so ab Velbert sehr schön. Ja, und wie ich schon sagte, nachher mache ich noch eine, habe ich ja schon kurz, glaube ich, erwähnt, angekündigt, mit meiner neuen Bodendrohne.
Ja, was es damit auf sich hat, werdet ihr dann sehen. Ihr dürft noch ein bisschen gespannt sein. Ja, wie gesagt, ich blende auch immer mal hier so eine Kaffeerösterei, war wohl hier zu linken. Meistens stehen da eigentlich auch viele Fahrräder. Ich weiß gar nicht, das Ding sollte laut Internet eigentlich offen sein. Und hier ist eine Brücke, da habe ich mal so ein Foto mir rausgesucht, von einem ehemaligen, ich glaube, das nennt man einen Pritschenwagen. War sogar mal ein Bericht im Fernsehen, als man die Strecke hier hergerichtet hat für die Radfahrer, dass man da so einen alten Güterwaggon benutzt hat. Ja, hier jetzt die neue Bodendrohne mit einer GoPro. Jetzt wisst ihr auch, was gemeint ist damit. Ich habe mir mal so ein paar... Ja, und so sieht das dann aus, aus der Perspektive der Bodendrohne. So habe ich sie getauft, da steht sie links. Ja, warum habe ich das gemacht? Oder wie kam ich überhaupt auf die Idee? Ich bin das irgendwie leid. Es ist ja immer schön, mit den richtigen Drohnen, die auch wirklich fliegen können, mal hier und da unterwegs auch mal die Drohne fliegen zu lassen und dann ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Ja, hier übrigens auch mal so ein Viadukt. Und das Problem ist ja nicht, das Ding mitzunehmen und fliegen zu lassen. Das Problem ist eher, dass man eigentlich nirgends oder fast kaum noch irgendwo fliegen darf. Überall sind Sperrzonen, über Grundstücke darf man nicht, Privatgrundstücke darf man nicht fliegen. An Autobahnen und Eisenbahnlinien und Schifffahrtsstrecken auch nicht. Und also die Vorschriften, die sind da sehr vielfältig. Die sind meiner Meinung nach so ausgelegt, dass man eigentlich den Leuten das vermiesen möchte, mit Drohnen zu fliegen. Und irgendwie bin ich leid, immer da auch mal zu rauszusuchen, wo ist noch ein Ställchen. Übrigens, hier geht es steil runter. Hier endet die Bahntrasse, die ehemalige. Was ich sehr schade finde, wenn man es in eine andere Richtung fährt, geht das richtig, richtig steil berghoch. Also da muss man schon mindestens 85 Newtonmeter Tretunterstützung haben und dann geht es hier unten durch diesen kleinen engen Tunnel. Also von der Fahrradfreundlichkeit am Ende der ehemaligen Bahntrasse, die dann hier durch Kettwig vor der Brücke und dann später bis nach Kettwig geht, ihr seht das hier in den Aufnahmen, ist das nicht wirklich sehr schön. Ja, ich habe dann auch mal geguckt, ich versuche ja auch schon mal zwischendurch dann noch so ein paar Infos zu E-Bike-Lademöglichkeiten. Hier war dann laut Komoot eine eingetragen. Ich habe jetzt hier dann auch mal ein Foto gemacht, findet ihr alles. Wie gesagt, den Komoot-Link findet ihr unter dem Video. Das Foto habe ich natürlich gemacht, damit man weiß, wo das ist. Ist irgendwie eine Ausflugsgastro, also keine E-Bike-Ladestation, die rund um die Uhr 24 Stunden Strom hat. Was ich dann immer sehr bedauerlich, beziehungsweise ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, aber ich vermute das mal, dass es so ist, dass es da nur Strom gibt, wenn man da was futtert oder da sitzt oder den Gastwirt fragt, bla 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 etc. Wenn dem nicht so ist, schreibt es bitte dann auch in die Kommentare rein. Asche auf mein Haupt, wenn es nicht so ist. Aber meistens ist das so bei Ausflugslokalitäten. Dann steht immer irgendwo, wenn man dann mal einen Hinweis findet, ja, den Gastwirt fragen, bla und blub. Und dann schaltet der einen Schalter um und dann ist da Strom drauf. Alles irgendwie ziemlich kompliziert. So, ich bin jetzt hier auch in Essen Kettwig angekommen. Ich kenne ja schon vieles hier auf der Runde und habe mir da natürlich ein Eis geholt. Ja, hier fahre ich mal über diese schöne alte historische Brücke. Das bin tatsächlich ich. Konnte jetzt nur nicht näher ranzoomen, weil dann wird die Auflösung auch ein bisschen zu schlecht. Und ja, da ist schon das halbe Eis weg, wie ihr seht. Und hier habe ich mein Klapphöckerchen. Das ist übrigens auch mal so ein Utensilchen, was ich, warum ich so viele Taschen habe. Da kann man sich dann auch mal wohin setzen, wo es schön ist, wo nicht eben alle sitzen oder die Bänke, wo schöne schattige Plätze sind, immer schon besetzt sind.
Ja, wie gesagt, mit den Drohnen, das ist echt blöd. Ne? Zum Beispiel hier dürfte man auch schon wieder gar nicht fliegen, weil hier Schifffahrtsverkehr ist und bla und blub. Und deswegen habe ich mir überlegt, macht man da, oder hier die Bahnstrecke, da darf man dann auch nur wieder. Also das ist alles sehr kompliziert und man muss dann schon Drohnen, die ein maximales Flugabhebegewicht, MTOM oder wie man das nennt, ich habe das alles mal gelernt, den Schein zu machen unter beziehungsweise bis 250 Gramm. Es ist sowas von kompliziert und lästig und man muss dann immer Angst haben, dass man irgendwie von irgendwen angepupt wird. Deshalb habe ich mir überlegt, das muss auch anders gehen und darum habe ich mir die ja, den Namen habe ich mir selber ausgedacht, Bodendrohne. Ja, ist eigentlich nichts anderes als ein Fernlenkauto und dann eben eine GoPro-Befestigung drauf montiert. Und dann, damit kann man halt überall fahren. Problem ist halt nur, weil die relativ klein sind, werden sie natürlich schnell überfahren oder draufgetreten. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da natürlich dann keine Probleme bekommt, wenn man da auf so einer Bahntrasse, die vielleicht viel gefahren. Also ich würde es jetzt auch nicht da benutzen, wo gerade viel Betrieb ist. Ja, jetzt bin ich hier in Essen-Werden schon. Das Schöne ist ja, die ehemalige Bahntrasse, die von Wülfrath Abrath bis runter zu Kettwig vor der Brücke geht, da kann man dann das schön mit dem Ruhrtal-Radweg verbinden und also da fährt man auch nicht großartig auf der Straße, jedenfalls meistens nicht. Ja, hier alles, was das Herz begehrt, nennt sich Werdener Wiesen. Da habe ich... Und wie ihr seht, ohne Umdrehung. Genau. Weil es so warm war, habe ich mir dann da mal ein alkoholfreies Bierchen, trinke ich ganz gerne. Alkoholfreie Biere schmecken ja mittlerweile schon wirklich gut und gibt auch viel Auswahl. Prima. Ja, hier links hätte man früher weiterfahren können. Ich weiß nicht, ob ihr gerade noch links das blaue Schild gesehen habt, nur für Fußgänger. Und dann hat man die A-Wort sagen. Genau die hat man dann, die Karte, und muss dann da sich ein bisschen durch Essen-Werden quälen. Allerdings, Gott sei Dank, hauptsächlich Nebenstraßen, wobei eine auch gut befahren war. Aber dann geht es auch wieder weiter, relativ entspannt. Da war das Stauwehr gerade vom Baldeneysee. Baldeneysee. Genau. Ja, und wer dann immer noch Hunger hat, der kann sich hier verköstigen. Hier ist nämlich sozusagen ein Biker-Treff. Ist sogar in Google Maps ausgewiesen. Und ja, wer denn mal schöne Motorräder sehen möchte, der findet die hier. Natürlich auch historisch interessant. Haus Scheppen ist so eine anscheinend eine Burgruine mit einem Wassergraben rundum als Schutz. Früher war das sicher im Mittelalter sehr hilfreich. Heute ja, ist das wohl als abwehrender Schutz vor irgendwelchen Feinden natürlich nicht mehr zeitgemäß. Aber damals war das halt so. Und hier ein schöner Blick auch mal über den Baldeneysee. Hier fährt übrigens auch eine Museumsbahn. Ich biege dann hier aber jetzt ab. Und zwar mache ich hier so einen kleinen Kunstgriff, weil ich jetzt nicht den großen Ruhrbogen da noch fahre über Ruhr und wie das alles heißt, hatte ich glaube ich auch eingeblendet. Ich schneide jetzt hier den Ruhrbogen mal ein wenig ab. Das sind für mich roundabout 10 Kilometer weniger. Ist allerdings nicht ganz so prickelnd. Ihr seht hier am Anfang ist es noch relativ entspannt. Habt ihr hier... Ihr seht gerade A44 voraus, die Brücke darunter her. Ja, ist also auch so ein bisschen tricky. Hier fahre ich jetzt mal über den Bürgersteig. War jetzt auch nicht meine vorsätzliche Absicht, aber ja, hier fahre ich jetzt dann auch, wie sich's gehört, rüber auf der Straße. Hier hätte ich rechts abbiegen müssen, bin ich aber erst dran vorbei. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt.
Ihr seht, das ist dann auch schon ein bisschen ganz normale Straße und unter der Woche, beziehungsweise an dem Dienstag, wo eigentlich jetzt nicht Berufsverkehr ist, ist auch schon ganz gut was los hier am Verkehr. Und dann biege ich auch schon wieder rechts hier in so einen Nebenweg. Ihr seht aufgemalt, Piktogramme da, Fahrrad, bla bla bla. Ob das jetzt Fahrradstraße ist, ich weiß es nicht. Hab jetzt nicht so drauf geachtet. Gott sei Dank hier mal eine Sperre, sodass hier jetzt nicht Autos durchfahren können. Und dann geht es hier auch mal schon über den Deilbach und treffe jetzt hier auf die S-Bahn-Linie, auf die Strecke zwischen zwischen Kupferdreh und Wuppertal, Wuppertal-Vohwinkel. Eigentlich dieselbe S-Bahn-Linie 9, die ich in Abrad, wo ich in Wülfrath-Abrad ausgestiegen bin. Ihr seht, das ist dann hier auch schon ein bisschen entspannter zu radeln. Also wie gesagt, am Anfang, die ersten paar Kilometer, ist das ganz okay. Wie gesagt, ich habe es mal ausprobiert. Es sind so roundabout 5, 6 Kilometer, glaube ich, war diese Abkürzung lang. Wie dieses Mittelteilstück da durch den Nierenhof, so nennt sich das. Ich nehme mal an, Fellbad Nierenhof. Das ist, wie gesagt, dann nicht ganz so schön. Aber gut, ne? Jetzt bin ich einmal unterwegs gewesen und habe das dann eben einfach mal so gemacht. Ja, hier komme ich jetzt an der S-Bahn-Haltestelle Fellbad Nierenhof an. Und da mal ein ganz eiliger Radfahrer, den so einen alten Opa wie ich natürlich zu langsam fährt. Wie ich schon sagte, jetzt hier durch Fellbad Nierenhof ist es dann mal ebenfalls nicht ganz so schön wie durch Teilstücke von Essen-Kupferdreh. Ja, hier habe ich dann als Radfahrer auch mal die nächste Parkbucht genutzt, um den Bus vorbeifahren zu lassen. Weil ihr wisst ja, 1,5 Meter Abstand ist ja auch nicht immer ganz so easy einzuhalten. Oder hier fahre ich dann mal über eine Bushaltestellenlinie bzw. Bushaltestelle Bucht, damit die Autos vorbeifahren können. Ja, hier hätte ich jetzt links abbiegen müssen. Habe ich wieder irgendwie verpennt, bin dann aber zurückgeradelt und ich hatte mir nämlich diesen Weg ausgesucht. Und rechts die schönen Schäfchen. Das ist jetzt die Strecke dann ab hier Nierenhofer Straße, wo ich abgebogen bin, beziehungsweise was ich erst kurz verpasst habe. Das Stückchen ist jetzt auch nicht so lang. Circa 2 Kilometer und dann kommt man hier unten raus an der Ruhr bei Winz, nennt sich das, und ist nur ein bisschen blöd da unten, wo man dann rauskommt auf der Landstraße, auf der Isenbergstraße kommt man da raus und das ist so in der Kurve, ist so ein bisschen unübersichtlich, ist nicht sehr gut, also muss man höllisch aufpassen. Aber dafür, wie gesagt, nach diesen 5, 6 Kilometer oder wie viel das da sind, die Abkürzung, um den Ruhrbogen da zu sparen, Überruhr, Unterruhr oder wie das da alles heißt, kann man machen, muss man nicht. Ihr habt es gesehen, könnt euch dann selber überlegen, ob ihr die Abkürzung nehmen möchtet. An der Ruhr lang zu fahren, wenn man schön Zeit hat, ist natürlich viel schöner. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen aus Zeitgründen mal so gemacht. Eigentlich hatte ich sogar vor, von Kupferdreh mit der S-Bahn-Linie 9 die eine Station bis da runter
bis zum Felbert Nierenhof ist eine Station mit dem Zug, weil ich hab ja das Deutschland-Ticket und ein Fahrradticket, von daher hätte ich das gut machen können. Aber leider stand schon in der Bahn-App drin, dass eben der Aufzug in Essen-Kupferdreh defekt ist, und ich habe das da schon öfters angetroffen. Beim letzten Mal, wo ich das da auch mal wieder geradelt bin, war der Aufzug auch defekt, durfte ich das schwere Fahrrad da hochtragen, war nicht lustig, ich fand es nicht schön. Habe ich gedacht, komm, dann fährst du das Stück jetzt auch noch, die eine Station. Also wie gesagt, mit dem 49-Euro-Ticket, und wenn man dann ein Tages-Fahrradticket hat oder ein VRS-Ticket für die Strecke, wie auch immer, dann bietet sich das an, würde ich euch empfehlen, das Stückchen, die eine Station von Essen-Kupferdreh bis Felbert Nierenhof zu fahren mit dem Zug. Ja, jetzt bin ich, das ist auch eingeplant gewesen, hier in Hattingen. Hat eine sehr schöne, auch noch restliche Altstadt. Die Fußgängerzone ist auch sehr groß, also recht groß und für die Größe dieser Stadt eigentlich. Und natürlich, wo gehe ich hin? Mein zweites Eis auf der Tour. War übrigens billiger, war unter 3 Euro, zwei Kugeln an der anderen Stelle, wo ich das Eis vorhin gegessen habe, in Essen-Kettwig, da war das Eis schon deutlich teurer, ich glaube sogar über 3 Euro. Hier in Hattingen, da in der Eisdiele, war es unter 3 Euro. Ja, zu empfehlen, wie gesagt, den alten Stadtkern von Hattingen möchte ich euch wärmstens empfehlen zu besichtigen. Sehr schön. Da gibt es, glaube ich, auch noch so ein bisschen Außengastro und auch was zu futtern. Muss man aber Zeit haben, sich dann ein bisschen da hinsetzen. Also da ist kein Schnellimbiss oder sowas. Ja, aber sehr schön anzusehen. Ich habe es mir jetzt hier gespart im Video, weil ich da, wie gesagt, schon öfters war. Ja, hier jetzt der Tunnel in Hattingen. Ich bin jetzt hier nämlich schon wieder auf der ehemaligen Bahntrasse, die zwischen Wuppertal und Hattingen verlief. Ja, und diesen Herrn mit dem gelben T-Shirt und dem Rucksack, der ist da so schnurstracks, ziemlich stramm lang gefahren, und dem habe ich versucht, weil ich wollte dann auch zügig Richtung Wuppertal kommen, habe ich gedacht, okay, an dem hängst du dich jetzt mal so ein bisschen dran, deswegen seht ihr den jetzt hier mal so ein bisschen öfters. Aber der Typ, hier hat er mich dann an der Stelle abgehangen, weil er konnte da relativ zügig durchfahren an dem Bahnübergang, ich leider nicht, und dann war er halt ziemlich weg. Ich habe ihn dann meistens nur noch von sehr weit weg gesehen. Die Strecke von Hattingen nach Wuppertal geht eigentlich ab Hattingen bis nach Sporkhövel immer ziemlich bergauf, muss man wissen. Ja, und hier ist dann auch wieder ziemlich blöd, wie ich finde. Hat man wieder, das ist nämlich noch gar nicht so lange hier, dass das her ist, dass man das gebaut hat, hier wieder mit Rewe und Lidl und Co. Hat man wieder das ehemalige Bahngelände schön genutzt und neu gebaut. Und ja, und damit ist dann hier die ursprüngliche Bahntrasse futsch, aber hier ist sie dann wieder halbwegs, hat man dann anscheinend zur Entschädigung, damit die hier diese Brücke neu eingesetzt. Und ihr seht sofort, ne, wenn man hier wieder auf dieses ursprüngliche, ehemalige, originale Bahntrasse kommt, dann ist das auch wieder grün und schön schattig, ne, aber gut. Ne. Wie gesagt, diese Supermärkte hat man da erst vor 2 oder 3 Jährchen angefangen zu bauen. Schlag mich tot, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ja,
Na, schön offen, dann blöden Straßenüberführungen. Ich riech mich immer wieder über sowas auf. Ne? Ist leider so. Ne? Denn ihr seht doch, das ist doch hier Natur pur, Erholung, und solche Bahnübergänge sind ja schon für jeden Radfahrer, der zügig irgendwie als Berufspendler unterwegs sein muss oder will, schon immer lästig, und dann baut man da noch zusätzlich extra so was Blödes dahin, aber naja, okay. Ja, ich bin jetzt hier auch schon kurz vor Wuppertal-Scheel, dem sehr langen Tunnel, der quasi über den Scheitelpunkt des Berges geht. Ab Sprockhövel geht es beziehungsweise eine Zeit lang ein bisschen flach, und dann aber kurz vor Wuppertal-Scheel, dem Scheer Tunnel. Hier links ist nämlich der ehemalige Bahnhof Scheel, hat wohl der Betreiber erkannt, dass es, wenn man da eine Außengastro macht, hier links sitzen dann nämlich immer relativ viele Leutchen, und da geht es dann zu einem Biergarten. Hab jetzt nicht nachgeguckt, ob der offen war, keine Ahnung. Ja, hier geht es jetzt in den schon ein paar Mal angesagten Tunnel Scheel. Genau im Tunnel ist eigentlich, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, hier blendete mich übrigens jemand, so schön, ne? Das ist auch immer so toll, wenn die Radfahrer ihre Lampen gen Himmel ausrichten. Das blendet wirklich tierisch, ne? Diese LED-Lampen sind nämlich verdammt hell. Ja, hier biege ich dann nochmal ab von der Bahntrasse und mache nochmal eine kleine Abkürzung von so einem Bogenstück, was ich nicht brauche. Aus der Richtung ist das relativ entspannt, obwohl es hier mal ein kurzes Stückchen bergauf geht. Oben drüber, hier habt ihr gerade gesehen, ist eine Brücke von der Bahntrasse, wo ich drüber hätte fahren können, aber dann muss ich so einen großen Bogen fahren. Bringt vielleicht nur 2-3 Kilometer, keine Ahnung. Aber hier der Schleichweg, die Abkürzung, ist ja auch nicht so schlecht. Hier ist übrigens rechts dann auch ein Freibad gewesen, wo man hätte vielleicht, wer denn mag, auf der Tour auch noch eine kleine Schwimmpause. Ja, hier hat man auch wieder was geändert. Links ist eigentlich, durfte man vorher eigentlich immer mit dem Rad auf dem Bürgersteig fahren. Warum man das jetzt wieder hier geändert hat, ihr seht, sind immer diese Fahrradlogos hier, die Piktogramme aufgemalt. Habe ich jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal festgestellt. Anscheinend hat man die Straßenführung umgestellt hier auf diesem Stück, was dazu führt, hier seht ihr, man muss hier quer über die Geradeausspur fahren, um nach links dann wieder auf die eigentliche Bahntrasse zu kommen. Das war früher, dass man da über den Bürgersteig fahren konnte, der relativ breit war. Ich kann das jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Ich glaube, da sind natürlich immer Leute, die Fußgänger und Fahrradfahrer, ne? Die Fußgänger beschweren sich dann, die fahren da zu schnell und dann passieren Unfälle, Leute erschrecken sich. Natürlich muss man auf so ein Stückchen Rücksicht nehmen. Ja, hier Wuppertal-Wichlinghausen, hier endet jetzt eigentlich meine Fahrt auf der ehemaligen Bahntrasse. Das ist jetzt auch hier die Nordbahntrasse, die man dann hätte weiterfahren können, wie ich am Anfang des Videos sagte, bis nach Wuppertal-Vohwinkel und dann von Vohwinkel, allerdings leider auf der Straße oder neben den Straßen, bis nach Wülfrath-Abrath. Sind 14 Kilometer mehr. Ich habe mir das heute mal gespart, bin also hier von Wuppertal-Oberbahn mit dem Zug bis Wülfrath-Abrath gefahren. Ich fahre jetzt hier runter zur Bahnstation Wuppertal-Oberbahn, wo ich dann meine Fahrt beende, wo ich dann mit dem Zug wieder nach Hause fahre. Hier noch die Schwebebahn und hier der Bahnhofseingang, was jetzt an diesem Tag auch wieder so richtig schön war und gut ankam bei mir. Der Aufzug, der jetzt runtergeht zu der Unterführung, der funktionierte, aber der Aufzug hoch zum Bahngleis wieder leider nicht. Außerdem sind die Aufzüge wieder zu, viel zu kurz. Ich zeige euch das mal mit meinem Faltrad. Da mache ich dann da die Schließvorrichtung auf und knicke es ein wenig ein.
und schon passe ich in den Aufzug rein. Also wie gesagt, Wuppertal-Oberbarm wäre ein großes 27,5 Zoll oder 28 Zoll, hat man früher gesagt. Fahrrad hat, wird da Probleme haben, Herrenrad passt da leider in der Länge nicht rein, dann muss man das wieder vorne hochheben. Das kann ich nicht, das ist mir alles viel zu schwierig und akrobatische Künste. Ja, hier der Aufzug, der dann zum Gleis 5 führt, wo ich hätte abfahren müssen. Die beiden Tasten da für die Etagen leuchteten, habe ich zu spät gesehen, musste ich wieder raus und dann das Fahrrad hier hochschleppen. Das ist sehr schwer, weil das zwar 1-2 Kilo leichter ist als mein großes, richtiges, normales Nicht-Falt-E-Bike ist. Aber ihr seht, da steht schon der Zug und leider kann ich da nicht mehr einsteigen. Ja, so geht das. Zug weg und hier noch ein Abschlussfoto. Wie gesagt, ihr findet alle beziehungsweise den Link unter dem Video nach Komoot und ich sag winke winke, macht's gut, bleibt gesund und Daumen hoch und Abo nicht vergessen und tschüss.